Kürzlich wurde mir die Ehre zuteil, als Ersatzpunktrichter bei einem Chili-Koch-Wettbewerb zu fungieren. Der ursprünglich vorgesehene Punktrichter war kurzfristig erkrankt und ich stand gerade in der Nähe des Punktrichtertisches herum und erkundigte mich nach dem Bierstand, als die Nachricht über seine Erkrankung eintraf. Die anderen Punktrichter, beides gebürtige Texaner, versicherten mir, dass die zu testenden Chilis nicht allzu scharf sein würden. Außerdem versprachen sie mir Freibier während des ganzen Wettbewerbs und ich dachte mir, prima, los geht's. Chili Nummer 1. Mike's Maniac Mobster Monster Chili. Richter 1. Etwas zu dem Magen betont, aber ein amüsanter Kick. Richter 2. Angenehmes, geschmeidiges Tomatenaroma, sehr mild. Richter 3. Ach du Scheiße, was ist das für Zeug? Damit kann man getrocknete Farbe von der Autobahn lösen. Ich brauche 2 Bier, um die Flammen zu löschen. Ich hoffe, das war das Übelste. Die Texaner sind echt bescheuert. Chili Nummer 2. Arthurs Nachbrenner Chili. Richter 1. Schön röhrig, mit einer Note von Speck und einer leichten Peperoni-Betonung. Richter 2. Aufregendes Grillaroma, braucht aber mehr Peperonis, um wirklich ernst genommen zu werden. Richter 3. Schließ dieses Zeug vor Kindern weg. Ich weiß nicht, was ich außer Schmerzen hier noch schmecken könnte. 2 Leute wollten mir erste Hilfe leisten und schleppten mehr Bier rein, als sie meinen Gesichtsausdruck sahen. Chili Nummer 3. Fritz berühmtes Brenn-die-Hütte-Nieder-Chili. Richter 1. Alphobisch, exzellentes Feuerwehr-Chili, Mordskick, brecht auch ein bisschen mehr Bohnen. Richter 2. Ein bohnenloses Chili, ein wenig salzig, aber eine gute Dosierung roter Pfefferschoten. Richter 3. Ruf den Katastrophenschutz. Ich habe einen Uranleck gefunden. Meine Nase fühlt sich an, als hätte ich rohrfrei geschnieft. Inzwischen weiß jeder, was zu tun ist. Bringt mir mehr Bier, bevor ich zünde. Die Barfrau hat mir auf den Rücken geklopft. Jetzt hängt mein Rückgrat vorne am Bauch. Langsam bekomme ich eine Gesichtslähmung von dem ganzen Bier. Chili Nummer 4. Sapsis Black Magic. Richter 1. Chili mit schwarzen Bohnen und fast ungewürzt ist man nicht, die volle Enttäuschung. Richter 2. Ein Touch von Limone in den schwarzen Bohnen. Gute Beilage für Fisch und andere milde Gerichte. Eigentlich kein richtiges Chili. Richter 3. Irgendetwas ist über meine Zunge gekratzt. Aber ich konnte nichts schmecken. Ist es möglich, einen Tester auszubrennen? Sally, die Barfrau stand hinter mir mit Biernachschub und die hässliche Schlampe fängt langsam an, gut auszusehen. Genauso wie der radioaktive Müll, den ich hier fresse. Kann Chili ein Aphrodisiakum sein? Chili Nummer 5. Nancys legaler Lippenentferner. Richter 1. Deftiges Chili mit ordentlich Fleisch. Unterscher Entfernung klatscht ordentlich Schnee. Schöne Sache, du. Richter 2. Ein Hackfleisch-Chili, welches aber etwas mehr Tomaten vertragen könnte. Ich muss aber zugeben, dass der Cheyenne-Pfeffer einen bemerkenswerten Eindruck hinterlässt. Richter 3. Meine Ohren klingeln. Schweiß läuft in Bächen meine Stirn herunter und ich kann nicht mehr klar sehen. Musste furzen. Und 4 Leute hinter mir mussten von Sanitätern behandelt werden. Die Köchin schien beleidigt zu sein, als ich ihr erklärte, dass ich von diesem Zeug einen Gehirnschaden davon getragen hätte. Sally goss Bier direkt aus dem Pitcher auf meine Zunge und stoppte so die Blutung. Ich frag mich, ob meine Lippen abgebrannt sind. Chili Nummer 6. Falks vegetarisches Chili. Richter 1. Ein bisschen dünne für Chili, aber noch ganz okay. Eine gute Balance zwischen den Chilis und den anderen Gewürzen. Richter 2. Das Beste bis jetzt. Aggressiver Einsatz von Chilischoten, Zwiebeln und Knoblauch. Superb. Richter 3. Meine Därme. Sie sind zu einem geraden Rohr voller gasiger, schwefliger Flammen geworden. Ich habe mich vollgeschissen, als ich furzen musste. Und ich fürchte, es wird sich durch die Hose und Stuhl fressen. Niemand traut sich mehr hinter mir zu stehen. Ich kann meine Lippen nicht mehr fühlen. Ich habe das dringende Bedürfnis, mir den Hintern mit einem großen Schneeball abzuwischen. Chili Nummer 7. Susis schreiendes Sensationschili. Richter 1. Ist schon ein feines Chili,
Und man schmeckt schon ein bisschen raus, dass die Peperonis aus der Dose kommen. Richter 2. Es schmeckt, als hätte der Koch tatsächlich im letzten Moment noch eine Dose Peperoni reingeworfen. Irgendwie mache ich mir Sorgen um Richter Nummer 3. Er scheint sich ein wenig unwohl zu fühlen und flucht völlig unkontrolliert. Richter 3. Ihr könnt eine Granate in meinen Mund stecken und den Bolzen ziehen. Ich würde keinen Mucks mehr fühlen. Auf einem Auge sehe ich gar nichts mehr. Die Welt hört sich an wie ein großer, rauschender Wasserfall. Mein Hemd ist voller Chili, das unbemerkt aus meinem Mund getropft ist. Und meine Hose, die ist voll mit lavaartigem Schiss und passt damit hervorragend zu meinem Hemd. Wenigstens werden sie bei der Autopsie schnell erfahren, was mich getötet hat. Hab beschlossen, das Atmen einzustellen. Es ist einfach zu schmerzvoll. Was soll's? Ich bekomme eh keinen Sauerstoff mehr. Wenn ich Luft brauche, werde ich sie einfach durch das große Loch in meinem Bauch einsaugen. Chili Nummer 8. Wikis Katastrophen-Chili. Richter 1. Ein perfekter Ausklang. Ein ausgewogenes Chili, bekannt und für jeden geeignet. Nicht zu wurscht, aber würzig genug, um auf seine Existenz hinzuweisen. Richter 2. Dieser letzte Bewerber ist ein gut balanciertes Chili. Weder zu mild noch zu scharf. Bedauerlich ist nur, dass das meiste davon verloren ging, als Richter Nummer 3 ohnmächtig vom Stuhl fiel und dabei den Topf über sich ausleerte. Ich bin mir nicht sicher, ob er durchkommt. Armer Kerl. Ich frage mich, wie er auf ein richtig scharfes Chili reagiert hätte.